Also liebe Leute, ja, ich befinde mich gerade am Nordbahnhofgelände, sprich Gstaden. Ja. Schaut wüst aus, aber irgendwie doch leibend. Da weiß ich hier keine Leute, ja. Weil normalerweise gehen da Dutzende Hundebesitzer mit einer Köter spazieren. Ja. Mir ist auch schon aufgefallen, wenn ich da durchgegangen bin, ohne Hund, ja, wenn du ohne Hund gehst, ja, wirkst sowieso auf die Hundebesitzer total verdächtig. Ja. Also das ist ja nicht geheuer, du könntest ja von der Gartenpolizei sein und bla bla bla. Hast du aber einen Hund dabei, ja, den was Gassi führst, da durch die Gstaden, ja, dann passt der noch auch nicht, ja, weil dein Hund könnte ja den anderen Hunden, ja, den Spielplatz, den Freiraum streitig machen. Ja, geht so eine Scheiße mit euren Köter, was anders? Ja, schaut das nicht aus wie ein bisschen wie Stonehenge? Oder wie man das ausspricht in England, die Steine da, ne? Aber ich wollte euch ganz was anderes zeigen, ja, was so interessant ist da. Ja, da genau, da ist der alte Wasserturm, den haben stehen lassen, alle anderen Baracken zuvor, was gestanden sind, haben es niedergerissen. Neue Wohnkultur kommt danach, aber der Wasserturm dürfte denkmalgeschützt sein, bla bla. Für mich ist eigentlich der Dracula-Turm. Ja, der Dracula-Turm und ja, und ich glaube, da drinnen schläft der Geruhsam, der Graf Dracula. Egal jetzt da. Weiter zu dieser wunderschönen Gstädtenbeschau. Ja, da vorne ist eine alte Lagerhalle, ich war seinerzeit auch Lagerarbeiter, viele Jahrzehnte, da habe ich nicht gekackelt, kann ich mich gut erinnern, ja. Aber, ja, sieht man nicht ganz genau. Mir kommen nostalgische Arbeitsgefühle auf, ja. Aber Stonehenge ist nicht schlecht, gell, Stonehenge, da schau. Stonehenge in Wien-Leopoldstadt, ja, das war Touristenmagnet, ne. Aber ganz was anderes, jetzt fällt es mir wieder ein. Vormittag habe ich nämlich schon einmal die Runde gemacht, habe ich das Handy nicht dabei gehabt, aber jetzt da. So. Dieser alte Gleiskörper da, ja. Und das ist jetzt kein Schmäh, was ich euch erzähle, ja. Seht ihr diesen alten Gleiskörper, wo es ein bisschen ausrangiert ausschaut, ja. Da haben, ja, da hat das Filmteam, ja, des Edelwestern, Spielmeisterlied vom Tod seiner Zeit hier, und da die alte Lagerhalle, beziehungsweise das Lagergebäude hat, als Bahnhof, ja, herhalten müssen, als Bahnhof, ja. Das war der Bahnhof, ja, und da der berühmte Gleiskörper, der Schienenstrang da, ja, und da ist dann, ja, genau, da ist ausgestiegen, ja, hinterhalb des Zugs, der was da angekommen ist, ja, auf diesen Schienenstrang, ja, ist der Mundharmonika, sprich der Charles Bronson, ausgestiegen. Und davor, da, hier bei dieser Ding, da, ja, da waren die drei Bösewichte, die was auf den Charles Bronson gewartet haben, am Bahnhof. Also das heißt, die Szene hat sich nicht direkt da vorne angespielt, sondern eigentlich da. Da sind die drei Wappler gestanden, hinterher nicht die drei Pferde. Und dann hat er ja gefragt, der berühmte Mundharmonika, sprich der Charles Bronson, einen von den drei Wappler, ja, wo der berühmte Bösewicht Frank ist, die sagen nein. Ne, und dann will er ein Pferd von einem und der dreht sich um, arrogant und sagt dann, es sind nur drei da, bla bla, und dann macht er alle drei nieder, also pfeffert alle drei nieder. Ja. Also nur so viel zu der Filmgeschichte, zu der wahren Filmgeschichte, weil das ist alles ein Blödsinn, das ist weder in Italien noch in Spanien noch in Amerika gedreht worden, also diese Szene, sondern die ist hier am Nordbahnhof-Gelände gedreht worden. Ja. Und da bin ich stolz drauf als Wiener, weil eben weil der war schon damals so alt, dieser Schienenstrang, ja, und dieses Nordbahnhof-Lagergebäude, ja, das was viel mehr ausschaut, eben wie eine Bahnstation, ja, also ich bin hin und weg, es fällt nur mehr die weltberühmte Mundharmonika-Musik von Ennio Morricone, ja, der Filmregisseur dieses Edelwesters, Spielmeisterlied vom Tod, heißt, oder hat geheißen, Sergio Leone, ja, nur so viel, gut. Das ist weiterhin Stonehenge, ja. Da haben sie ein bisschen was aufbackelt. Ich weiß nicht warum, vielleicht waren das irgendwelche Außerirdischen, die was einhatzen mit Steiner oder. Nein, das sind die aus den Gleiskörpern, bin schon ganz deppert. Das sind, von den Gleiskörpern sind das die. Weiß ich nicht, wie heißt denn der Scheiß? 100.000 Leute wissen jetzt sofort, was damit gemeint ist. Nein, diese Zwischenstiegeln da, ist ja scheißegal. Ja. Da sind ein paar Barbara da und schon wieder Leute. Zum Glück keine Köter. Nein, an sich ist es super da. Aber wie gesagt, Vormittag war fast nichts los. Da habe ich mir gedacht, scheiß, warum habe ich das Handy nicht mit?
Da hätte ich ruhiger und gelassener sprechen können. Ja, sonst gibt es nicht viel zum Berichten. Na ja, eins muss ich schon sagen. Als Mann, ja. Also, jetzt ist ja bald Frühling. Heute ist der 6. März 2021, wenn dann wirklich, wenn das alles schön waldgrün dann wird, dann so, wie sagt man, blättergrün alles wird oder was, und du gehst da mit einem 29-jährigen Mädchen spazieren oder was, da kommen da schon andere, wie sagt man, andere Gefühle, als da irgendwelche alten, depperten Steiner zu beschreiben, beziehungsweise deuten oder an Westernbauernhof, bla bla bla, da gehst du lieber ins Gebüsch oder unter eine Laube und frönst, ja, der Wollust. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.